Ahoi, da, was geht ab, Leute? Hong hier. Ahoi. Mit den Jungs. Natürlich. Auf dem Weg nach Prag. Leiden, Zwangspause, weil auf einmal mitten auf der Autobahn die Lichter nicht mehr gingen. Wir sind im Dunkeln gefahren. Richtig undercover. Keiner hat's gemerkt. Egal, aber jetzt Zwangspause. Samos hat's gemerkt, Leute. Samos ist auf einmal dunkel. Schauen wir mal. Ich hab's die ganze Zeit gemerkt. Er sagt, ob Tati jetzt reparieren kann. Ansonsten fahren wir. Ich fahr einfach, Alter. Wir fahren einfach nach Prag. Schauen wir mal. Und jetzt erstmal kurz was zu essen holen. Richtig saftig. Erster Fang in Prag. 100% Pikachu. Leider nicht shiny. Ich bin noch dran gekommen beim Vorbeifahren. Die anderen Jungs müssen aussteigen. Koga ist hinten gefangen. Ja, man, ich hab mein Handy mitgegeben. Du musst dein Handy mitgeben lassen. So kann's losgehen. Guter Start. Schau mal, was jetzt noch so geht. So. Prag angekommen, Hostel. Einchecken. Dazwischen 200er gefangen. Pikachu habt ihr gesehen. Ich hab gesagt, ich gehöre nicht zur Allianz. Ernsthaft? Dann kommst du auch nicht wieder zurück. Alex, das ist ja. Das mach nur ich, Mann. Ja, ich hab den Konrad gewonnen. Gott, was ist das denn? Okay, du kommst hier wieder rein, ja? Ja. Wo hast du uns hingeführt, Zawasch? Oh mein Gott, Zawasch, wo sind wir hier, Mann? Alter, wo sind wir hier? Ah, jetzt sieht's okay aus. Okay. 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 He's for his first time. Okay. And down to the kitchen. Okay. To the kitchen. Smaller key, the middle one, for the room door. Okay. And the small one is for the locker, which you want to use. Okay. Okay. Okay, thanks. Locker number one, just in case. Okay. 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 And if you want, I can show you the kitchen. No. Thank you. We take a look around later. Okay. We all need thank you. Have a nice evening. Thank you very much. Thank you, too. Okay. So, hier pennen wir. Das ist mein Bett. Ich bin mit Kohle. Was? Da oben ist Sauerstoff, was? Der Sauerstoff hat mich gekauft. Mir ist es egal, Mann. Ganz ehrlich. Und oben. Ich hab jetzt schon hier unten, aber mir ist es egal. Aber warte mal, Alter. Diese Dinger sind nicht so hoch, Mann. Nicht, dass du da runterstellst. Mein Gott. Ich brauch halt Steckdose. Deswegen bin ich unten. Leute, ja, Mann. 100% Funfi, richtig saftig. Es gab gerade ein bisschen Stress in der Gruppe, aber scheiß auf die 100% Funfi. Alles für die Allianz. Scheiß auf alles. Für die Allianz, Mann. Für die Allianz. Ist doch egal, Mann. So. Auf der Rückfahrt, gell? Halt mir mal kurz mit deinem Jahren zahlen. Ich frag mal, ob ich Zahlen. Auf dem Weg zum 100% Funfi? Ja, ein bisschen. Oder Funfi? Alter, hier ist sogar eine gelbe Arena. Schauen wir mal. Ein paar gute Sachen sind reingekommen. Nidogan weiblich 100%, Pagas 100%, aber keine Ahnung, ob wir die erwischen. Wir sind jetzt echt außerhalb. Hier stinkt es irgendwie. Für die Rückfahrt wirst du reichen, wenn wir jetzt irgendwo anhalten. Tati hat keinen Tank mehr. Wir wissen nicht, ob wir zurück ins Hostel kommen, weil da alles zu ist unten. Tati muss schlafen. Schauen wir mal. Aber fand ich echt krass. Die anderen Sachen müssen wir nicht unbedingt mitnehmen, aber fahren. Pi, auf jeden Fall. Ja, vor allem, wenn wir zurückkommen, können wir öfter Pause machen. Ist es gerade oder so auf dem Feld? Jungs, es muss eigentlich direkt hier sein, oder? Also noch 90 Meter. Geradeaus auf der Straße. Oder? Einfach auf der Straße, ja, da muss eigentlich direkt an der Straße spawnen. Das klingt gut. So. Oh mein Gott, Nebulox, saftig. Vorsicht, geh her, Jungs, Vorsicht. Oh mein Gott, ciao, Nebulok. Bei mir ist es gespawnt. Ja, ja. Im Weg nach rechts. Rechts. Wie weit nach dem Nebulok ist es denn das? Ich fang das Nebulok gerade. Ah, hier ist es, ja. Habt ihr es? Ja. Und dann kann man auch gleich danach. Erstmal das Nebula. Oh, hier ist Funfi, Mann. Funfi 100. Funfi 100. Hast Golden du noch keinen Funfi, oder? Nein. Oh mein Gott. Bist ja alle verpennt. So krass. Heute echt schon mal Lusttag, Leute. Ja, Mann. So. Muss erstmal drin bleiben, Leute. Freut euch nicht zu früh. 2, 3, jawohl. Yes. Was auf die Pfützen drauf? Weißt du, was mich am meisten aufregt, Alter?
Weißt du? So. Dann hab mir halt HP check. HP, Attack, Defense. Alles klar. 100. Go. Auf geht's heim. So, das war die Anfahrt. Tag 1. 100% Funpi. Richtig geil. Aber anscheinend für Prag nichts Besonderes, weil das letzte Mal, als ich in Prag war, wo das Event ausgefallen ist, gab es auch mitten in der Nacht ein 100% Funpi. Das haben wir zwar verpasst, weil es irgendwann 3, 4 Uhr nachts war, aber jedes Mal, wo ich jetzt bisher in Prag war, gab es ein 100er Funpi, also liegt wahrscheinlich am Biom. Und das war ja auch außerhalb vom Event, also kein Event-Pokémon oder so. Aber trotzdem, eines der großen Highlights vom Event, von den neuen Pokémon, die ich gefangen habe. Mehr zu denen morgen, da gibt es dann noch andere Highlights. Kagama war saftig, jetzt das Funpi und morgen gibt es auch noch einen großen Highlight für mich. Aber das war's hier eigentlich. Relativ kurzes Video. Ich werde den wahrscheinlich maxen, demnächst in einem anderen Video. Aber für dieses Video war's das. Ich hatte eigentlich noch vor, über was anderes zu reden, aber das lade ich später hoch. Das muss eigentlich separat sein, weil das relativ wichtig ist. Und ich kann halt nicht beide Themen in den Titel packen, weil es eine bestimmte Anzahl an freien Zeichen gibt. Aber auf jeden Fall ist das Thema Amsterdam, Amstelveen. Ich fahre jetzt überraschenderweise doch hin und darüber will ich noch ein paar Sachen erzählen und brauche noch ein paar Sachen, ein paar Infos. Aber wie gesagt, dazu danach später noch ein kurzes Infovideo. Also, falls wer nach Amsterdam fährt, sollte sich das anschauen. Und das war's für heute. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt gerne, wie es so ab. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr auch ein 100er Funpi habt. Ansonsten folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.